Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zu The Last of Us 2. Wir sind hier bei der Tanke stehen geblieben, haben hier ein bisschen alles auskundschaftet. Und ja, jetzt geht's eigentlich schon weiter. Und das am besten hier runter. Warte mal. Das ist sehr nice, meine Freunde, aber sowas von. Jetzt haben wir wieder was zum Aufschlitzen. Oh. Ich sehe wieder Patrouillen. Ihr wollt mich verarschen, ne? Vielleicht kommen wir da weiter. Ja, ist mir schon klar. Ich möchte zuerst hier alles durchsuchen. Na, 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 na. Diesmal drücke ich da nicht drauf. Ich bin ja nicht selten dämlich. Wie kommen Eindringlinge überhaupt rein? Genau so, wie Deserteure rauskommen. Wenn du mich fragst, Deserteure sind das Letzte. Ist mir scheißegal. Wenn sie nicht bleiben wollen, wollen sie nicht bleiben. Verdammte Verräter. Bei Scars weiß man wenigstens, woran man ist. Tja. Wie gesagt, ist mir scheißegal. Sei einfach still. Hast du was? Nein. Kannst du mich hören? Laura? Was ist hier los? Nicht. Easy. Die haben es einfach ein bisschen zu OP gemacht. Das Ganze. Hast du noch mehr? Noch nicht. Kriegen wir Lea allein. Er flimmelt von Infizierten. Wir brauchen nur eine Minute zum Reden. Du willst sie zum Reden zwingen? Wenn es sein muss. Natürlich, was dachtest du denn? Infizierte. Thank you.
klar. Oi. Verdammt. Wo sind die überhaupt rausgekommen? Kann man hier rausklettern oder sind die da unten rausgekommen? Irgendwie. Ja, die sind da unten rausgekommen. Hätte die lieber mal so besiegt, aber das werde ich mir für die Wolves aufsparen. Oh. Haben wir was bekommen? Ah ja. Dankeschön. Man kann so einfach was übersehen. Mann, es ist unglaublich, dass hier bald nichts mehr sein soll. Ich kapiere immer noch nicht, warum wir uns zurückziehen. Es ist kein Rückzug. Wir sammeln uns. Es hat Monate gedauert, alles zu sichern. Die Chefs wissen, was sie tun. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ah ja. Töte sie. Sehr schön. Gott, er hat ein Gewehr in dem Gebäude. Ah ja. Und ich habe eine Sniper. Ich hole den sowas von oben runter. Hier vieles zum Durchsuchen, Glaubt ihr keine Sau? Ohne Shit. Gewehr, da drüben. Ich hab Sicht verpackt! Nein! Wir sind fest! Danke. Ich wollte gerade sagen. Wo sind sie hin? Los, durchkämmen wir das Gebiet. Scheucht sie auf! Hier drüben!
Wo ist der hin? Die zwei Mann Armee ist voll on point. Gerade. Ich muss das machen. Definitiv. Weil ich eigentlich nicht vorhabe, auf lame Art gegen die zu spielen. So, brauche ich wirklich nur für Klicker. Oh Gott. Ich muss mir felsenhart merken, wo ich schon war. Ah ja, wieder eine Flasche. Gutes Auge. Ja, normal. Du weißt ja, alles mit wem du redest. Alles klar. Ja. Hey, bist du. Schön ins Gesicht. Hey, hier lang, glaube ich. Ja. Alles voll, dein Ernst? Gut, einmal verwenden wir den Scheiß. Voilà. Jetzt kann ich das wieder mitnehmen. Nee, irgendwie nicht. Ich habe so die dumpfe Befürchtung, wenn ich jetzt hier weggehe. Ist alles vorbei mit Durchsuchen. Deswegen just a little bit nach unten und noch ein bisschen durchsuchen gehen. Sehr schön. Ihr wisst, wie ihr Papi glücklich macht. Aber schon krass, wie viel wir mit Durchsuchen verbringen und wie wenig eigentlich wir Progress machen. Das war auch so ein geiler Hit. Schön in den Schädel. Perfekt getroffen.
Der hat auf jeden Fall nicht lange gelebt. Vor allem Ding, eigentlich sollten wir straight zu dem Boss und so und den killen, aber Ellie kann ja auch an allen Rache üben, das heißt die komplett auslöschen, blöd gesagt. Einfach nur, weil sie in Rage-Modus ist. Wieder eine Flasche. Dann machen wir hier mal den Sack zu. Alles durchgekämmt. Nichts mehr für die Wichser übrig lassen hier. So läuft der Hase nämlich. Bei Gegner ohne Muni sind einfach nur noch Opfer. Aha. Hat jemand seine Pillen am Tresen vergessen? Nehmen wir halt auch mit direkt. Beispielsweise an der Kasse. Gut, sind wir nochmal hier rein. So, ja, ohne Pferd ist es halt schon gar heftig, hier durchzulatschen. Ne? Aber ich sehe jetzt schon einige Speedrunner, die da einfach nur durchrennen, durchrennen, durchrennen. Und die Hälfte einfach nicht mitnehmen. Und das am besten noch mit so wenig Munition wie möglich, weil sie ja alles Stealth machen können oder so, oder durchrennen können. Manche Stellen müssen sie machen, ja. Ist ja in jedem Game so. Aber ansonsten kannst du hier komplett durchrennen. Ah ja. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Wir sind auf der anderen Seite des Kontrollpunkts. Und jetzt? Und wie wir auf der anderen Seite sind. Ah ja. Na dann. Hey, Dina. Komm einmal nach oben. Nimm meine Hand. Okay. Ja, diese Folge geht nicht mehr lange. Hey, dieses runde Gebäude sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm. Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. Na sowas. Klappe. Ich hätte dich das nie allein machen lassen. Ich bin auch froh, hier zu sein. Wie nett von dir. Oh, Scheiße. Was zum Teufel war das? Er ist in eine Falle gelaufen. Eine was? Explosivfalle. Pass auf, wo du hintrittst.
Okay. Gut, es reicht. Jetzt bin ich sauer. Okay. Wie die eine Intelligenz hätten, ey. Weil das wäre auch noch so eine Falle. Oh Mann. Also wie viel haben wir? 27, schade. Damit kann ich leider keinen Blumentopf gewinnen. Das nehme ich mit, Kollege. Du hast nichts. Aber ganz ehrlich, selbst auch schwer wären die keine Gegner. Vielleicht wären sie etwas schwieriger zu töten, aber sowas hätte sie auch gekillt. Also auf jeden Fall. Wir müssen hier runter. Schätzt du oder weißt du das? Wo willst du hin? Hey, warte kurz. Ah, warte. Ich sehe gerade was. Was für ein... Was? Brüste, Penis, behaarter Sack. Immer noch keines Gas, noch 4 Stunden Schicht, scheiße. Und dann musst du sowas malen. Interessant. Irgendwelche Wolves? Ich sehe keine, aber schwer zu sagen. So. Oh, Ellie? Fuck. Mir geht's gut. Na los. Ich wollte mich eigentlich ein bisschen, ne, netzen. Diese Lea. Aber gut. Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Über was? Ihr redet immer irgendwas und ich bekomme es nicht. Wir sollten solche Stolperdrähte um die Hütten auslegen. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Obwohl, wir wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Ja, das ist klar. Was, wenn sie nicht lesen können? Dann eben Zeichnungen. Ein Fuß, der über was stolpert und ein großes Feuer. Ich könnte sowas bauen. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Ich habe meinen Freund von Joel getroffen. Er hat die ganze Stadt vernichtet. Wie konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Er hat ganz alleine in einer Stadt gelebt? Er hatte Probleme mit Nähe. Das ist traurig. Hat ihn am Leben gehalten. Das klingt, als müsste man zwischen dem Leben und der Nähe zu Menschen wählen. Aber so schwarz-weiß ist es nicht. Aber man geht Risiken ein.
Allein ist das Risiko größer. Was, wenn er sich verletzt? Was, wenn er krank wird? Was ist, wenn jemand anderes krank oder verletzt ist? Dann hast du das an der Backe, ob du willst oder nicht. Keine gute Situation. Ja, das ist wohl wahr. Jo, pack dir was ein. Ja, meine Freunde. Im nächsten Part geht's hier weiter. Aber heute ist mal wieder Schluss. Vielen Dank fürs Zugucken. Diesmal nur eine halbe Stunde. Nicht mal. Ja, je nachdem. Kommt einfach drauf an, wie ich gerade Bock und Zeit habe, ne? Und deswegen gönnt euch die halbe Stunde. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, lasst einen Kommentar. Ich sag's eigentlich praktisch in keinem Part. Deswegen, heute sage ich es mal wieder. Tschüss.